Hannover ist eine vielfältige Stadt, auch wegen des Zuzugs vieler MigrantInnen. Sie beleben die soziale, kulturelle und künstlerische Diversität. Beim transkulturellen Fluid Identity 2.0 Festival haben Menschen aller Altersgruppen aus marginalisierten Gruppen die Möglichkeit, sich kreativ mit den Themen Identität, Zugehörigkeit und Kunst auseinanderzusetzen. Dort können sie ihre Fähigkeiten in zahlreichen gemeinsamen Workshops erweitern. Partizipativ, last minute und wird. Mit diesen drei Wörtern beschreibt Lorenzo Pignataro, der Organisator des Fluid Identity 2.0 Festival. Das Festival Fluid Identity 2.0 trägt den Namen Fluide Identität, weil sich marginalisierte Personengruppen ungern in Stereotypen oder in Schubladen stecken lassen möchten, aber vor allem aus einer postmigrantischen Perspektive, wenn Menschen mehrsprachig aufwachsen oder teilweise auch mit mehreren Kulturen, dann aber hier in Deutschland sozialisiert sind, es braucht neue Erzählformen, wenn es um Kunst und Kultur, aber auch Persönlichkeiten angeht. Mit dabei ist unter anderem Sängerin Dorsa Gachim. Musik ist in ihrem Leben seit ihrer Kindheit ein wichtiger Pfeiler, denn sie ist im Iran in eine sehr musikalische Familie geboren. Als sie ungefähr 8 war, beginnt sie Klavier zu spielen, sich selbst Gitarre beizubringen und eigene Musik zu schreiben. Aktuell steckt sie mitten in den Vorbereitungen für das Festival. Wir sind halt immer noch im Prozess, aber wir arbeiten jetzt an einem Theaterstück und wir schreiben das halt selber auch. Und beim Musikteil werde ich auch ein paar meiner Originallieder für heute noch spielen. Und ja, das ist noch offen für Discussion, deswegen müssen wir noch planen. Ist ja noch nicht fest. In der Zukunft möchte Dorsa ihre Lieder aufnehmen. Denn ihr Traum ist es, ihre Kunst unter die Menschen zu bringen. Für alle, die sie und andere live sehen möchten, das Fluid Identity Festival 2.0 wird vom 3. bis 5. Oktober stattfinden.